Was eine Überraschung! Hi liebe Eintracht-Fans, ich bin Laura Feiersinger und ihr habt heute das Vergnügen, mich einen Tag lang zu begleiten. Let's go! Woher entstand deine Liebe zum Kaffee? Ich habe eigentlich relativ lange nie wirklich Kaffee getrunken und bin dann eigentlich dazu gekommen, ja, bin ich glaube in München, wie ich in München gewohnt habe. Da sind wir dann ab und zu mit den Mädels einfach Kaffee trinken gegangen, weil es halt auch viele Spielerinnen eben gegeben hat, die auch gern Kaffee getrunken haben. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich mag es halt sehr, sehr gerne, weil du bist halt immer in Gesellschaft und ja, es ist sehr angenehm dann immer. Also ich schaue voll gerne immer so bei Instagram. Ich folge so ein paar Seiten und da wird immer was vorgeschlagen. Und also ich trinke generell voll gern Kaffee und deshalb ja, bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwie was Neuem oder ja, bin da auch voll offen dafür, mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das hat noch gar nicht so mega lange offen. Durch Corona hat sich ja sowieso immer alles ein bisschen so verschoben. Und ja, ich bin da, glaube ich, das erste Mal vor 2 Monaten oder so gewesen und es war ganz süß und jetzt gehe ich halt ab und zu hin. Ich hoffe, es gefällt euch. Was macht Laura, wenn sie nicht unbedingt auf dem Fußballplatz steht? Eigentlich also schon gern auch Sport. Also ich probiere sehr gerne sehr viele Sportarten aus und das ist eigentlich immer was ich immer schon gerne gemacht habe und auch immer mache, wenn ich Zeit habe. Früher habe ich Biathlon gemacht, deshalb gehe ich sehr gerne langlaufen im Winter auch. Skifahren natürlich gehört auch ein bisschen dazu und sonst halt viele Ballsportarten. Also ich spiele voll gern Tennis, Squash, also alles, was ein bisschen mit Ball zu tun hat. Du hast auch schon für die ganz Großen in der Liga bei euch gespielt, unter anderem für den FC Bayern München, vorher für Sand. Wie ist es denn bei dir? Was sagst du, was gefällt dir an München vielleicht besser, was dir in Frankfurt ein bisschen fehlt? Was gefällt dir in Frankfurt gut, was dir in München so ein bisschen gefehlt? In München, also München glaube ich, wird immer was Besonderes so für mich bleiben, weil ich dort auch sehr lange war und auch ein bisschen dort so aufgewachsen bin und auch sehr viele schöne Momente gehabt habe. Und was mir an Frankfurt gegenüber München fehlt, ist natürlich die Nähe zur Heimat. Also da war ich eine Stunde 15 zu Hause, das war da sehr cool. Und in Frankfurt finde ich aber wiederum die Menschen sehr, sehr nett, sehr, also viel offener, viel herzlicher. Und das kenne ich so ein bisschen von zu Hause, eben von Österreich. Und deshalb habe ich da dann trotzdem immer so ein bisschen ein Stück Heimat. Was bedeutet denn Heimat für dich? Eigentlich so ein bisschen ein Ankommen. Also wenn ich dann zu Hause bin, ich mache nicht viel. Ich bin zu Hause, ich habe so meine Leute rum, mit denen ich aufgewachsen bin, dann natürlich Familie. Und es ist einfach so ein Stück Ankommen und Wohlfühlen. Würdest du sagen, du zählst Frankfurt zu deiner Heimat? Mittlerweile schon, ja, würde ich schon sagen. Du bist mittlerweile angekommen? Ja. Mit wem verstehst du dich denn in der Mannschaft am besten? Ja, schon mit der Verena. Dadurch, dass ich mit ihr damals mit 17 Jahren eigentlich von Österreich zusammen weggegangen bin. Wir sind jetzt fast 10 oder 11 Jahre zusammen in der Bundesliga. Zwischenzeitlich waren wir mal 2-3 Jahre getrennt, aber jetzt sind wir wieder zusammen beim selben Verein. Und mit der Verena habe ich eine ganz spezielle Verbindung. Sie ist eigentlich wie eine Schwester für mich und deshalb ist es die Verena. Zu deinen Tattoos. Man sieht sie jetzt nicht ganz alle, aber du hast viele Tattoos. Genau, ja. Welches hat für dich denn die größte und wichtigste Bedeutung? Mein Plan ist, dass ich für jeden von meiner Familie ein Tattoo mache. Dass ich jetzt eins, das ist die größte Bedeutung, weiß ich nicht, vielleicht die 11, weil ich damit alle eigentlich so einschließe, weil die 11 steht für die Personen, mit denen ich aufgewachsen bin und deshalb ist halt jeder dort in diesem Tattoo ein bisschen verewigt, oder? Das erste habe ich mit meiner Schwester zusammen gemacht, das ist ihr Geburtsdatum. Aber ich habe noch ein zweites für meine Schwester gemacht, also deshalb vielleicht erkennt man schon, dass ich meine Schwester sehr, sehr gern mache. Ich habe die Nofredet, also die habe ich, kann es ja zeigen. Das ist die Nofredet und die heißt halt, man sagt halt, das ist halt die Schöne, die da kommt und ist für meine Schwester. Wie eng und wie gut verstehst du dich mit deiner Familie?
sehr eng, also sehr gut. Wir sind eigentlich schon auch eine größere Familie, aber wir haben alle eine sehr, sehr gute Beziehung untereinander, sehr viel Spaß, sehr viele unterschiedliche Charaktere. Ab und zu kann es auch mal anstrengend werden, aber wir sind uns, glaube ich, alle sehr, sehr nah und ich genieße es immer, zu Hause zu sein. Was ist denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja, ich würde schon sagen, eigentlich früher habe ich sehr, sehr gern Schnitzel gegessen. Also immer habe ich schon frühstücken können, hat die Oma gesagt. Also das war eigentlich so, ja, schon mein Lieblingsessen. Aber natürlich auch Knödel. Hast du mal eine grüne Soße hier in Frankfurt probiert? Nein, habe ich noch nie probiert. Handkäse? Nein, auch nicht. Ja, das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Okay, ich ja, das mache ich. Handkäse und grüne Soße mit Schnitzel und Bratkartoffeln. Das ja, das stimmt. Aber wir, also in Österreich, wir essen halt Schnitzel meistens nie mit Soße. Und deshalb ist das für uns immer so, Schnitzel mit Soße, das ist ziemlich deutsch. Ein No-Go eigentlich, ja. Weil das ist bei meiner Oma immer ganz cool, weil die hat ja ein Gasthaus. Und wenn du halt bei uns ein Schnitzel bestellst, dann bekommst du das immer mit Preiselbeermarmelade. Und wenn halt dann ab und zu eine Bestellung reingeht mit, ja, Schnitzel mit Soße, dann wissen wir immer so, okay, ein Deutscher. Deine Lieblingsbeschäftigung in Frankfurt, was machst du denn? Also gut, abseits vom Platz, du schaust Sport, du machst viel Sport, aber was ist denn sonst deine Lieblingsbeschäftigung vielleicht hier in Frankfurt? Sicherlich auch so Kaffee trinken, aber einfach auch mit den Mädels abhängen zusammen. Also sei es eben, dass wir dann zusammen Kaffee trinken gehen oder dass wir nur mal einen Spieleabend haben. Aber eigentlich gehe ich schon sehr, sehr gern ins Kino. Also das mag ich schon sehr gern. Es war jetzt lange nicht möglich. Wir waren jetzt einmal wieder vor einer Woche. Und dann habe ich so gemerkt, das hat mir voll gefehlt. So. Was war dein erster Eindruck von Frankfurt? Mein erster Eindruck? Ich habe sehr viel Negatives eigentlich über Frankfurt gehört, dass die Stadt nicht so cool ist. Umgebung geht so. Deshalb war ich voll überrascht. Also ich habe mich eigentlich sofort wohl gefühlt. Ich habe sofort mega cool gefunden. Und deshalb war eigentlich nur positiv der Eindruck. Wie war es denn für dich, als damals die Entscheidung kam, zu Eintracht zu wechseln? Also wie kam es überhaupt dazu? Ich habe es halt voll cool gefunden, weil ich finde, das ist auch so irgendwie die Zukunft vom Frauenfußball, dass du einfach bei einem Männerfußball dabei oder bei einem Männerverein dabei bist, weil einfach das ganze Standing, die ganzen Rahmenbedingungen, es macht halt alles viel leichter und auch professioneller. Und deshalb war das für mich halt voll schön zu hören, dass das passieren wird. Mhm. Und vorher dann beim FFC, wie kam die Entscheidung, zum FFC zu wechseln? Davor generell einfach, weil ich halt offen war für Neues. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich eigentlich nie damit so auseinandergesetzt, dass ich mal vielleicht in Frankfurt spielen würde. Für mich war das nicht so irgendwie so im Kopf. Aber wir sind halt dann damals vom Nico kontaktiert worden und wir waren da relativ offen. Dann haben wir uns das angeschaut und der Nico hat das schon sehr gut gemacht. Er hat uns sehr gut Frankfurt gezeigt und hat auch, denke ich, die richtigen Worte gefunden, um uns oder mich halt dann zu verpflichten. Ich habe mich früher nicht so viel mit dem Verein auseinandergesetzt. Wie ich dann hier war, habe ich erst einmal gemerkt, was eigentlich der Verein für die Leute hier bedeutet. Und es war halt voll schön zu sehen. Und dadurch bin halt ich auch so ein bisschen in das Ganze so reingerutscht. Und also kann es voll nachvollziehen und ist für mich auch so. Tschüss! Und Laura, wie ist der erste Eindruck? Sehr cool. Ein bisschen neblig, aber. Laura, ich habe dich mal gegoogelt. Ich habe mal geschaut, was sind die meisten Suchanfragen, wenn man Laura Freiersinger googelt. Das erste war, hat Laura Freiersinger Instagram? Ja, hat sie. So, ja, gut, das wusste ich tatsächlich auch. Laura Freiersinger, We Play Strong. Was ist die Bedeutung hinter diesem Google-Eintrag? Das ist einfach vor 4 oder 5 Jahren entstanden, nach der Europameisterschaft 2017. Und das ist einfach eine Kampagne, um den Frauenfußball mehr zu pushen, um den Mädchen auch die Chance zu geben, ein bisschen Einblick in den Profisport, sage ich mal, zu bieten und auch einfach eine gewisse Nahbarkeit herzustellen. Und da bist du Markenbotschafterin sozusagen? Genau, da bin ich Markenbotschafterin. Laura Freiersinger Beziehung.
Nein, habe ich keine. Dann erübrigt sich fast auch schon die nächste Frage. Es wurde nämlich gegoogelt, Laura Feiersinger verheiratet. Oh, nein, bin ich auch dahinter? Nicht. Das weiß ich nicht, keine Wahrscheinlich Ahnung. Irgendeine Schlagzeile. Ach, könnte sein, ja. Kann sein, dass die Leute interessiert dran waren. Gut. Und zuletzt Laura Feiersinger Verletzung. Verletzung, ja, da habe ich schon einige gehabt. Also die größte war 2013, da habe ich mir Schien- und Wadenbein gebrochen. Und seitdem kommt immer mal wieder eine dazu. Aber ich hoffe, jetzt ist mal länger Pause. Das hoffen wir natürlich auch für dich. Das ist das erste Bild. Mhm. Was ist die Bedeutung dahinter? Das ist die Sarah, das ist meine beste Freundin. Wir spielen eigentlich schon seit wir 13 sind miteinander. Und ja, die Sarah hat eigentlich eine unheimlich hohe Bedeutung. Sie ist auch so ein bisschen meine Wegbegleiterin. Und ich mag es halt voll gern, so mit ihr die Momente zu teilen beim Nationalteam. Da sehen wir uns halt am meisten. Und deshalb versuchen wir immer, möglichst viel Zeit dort zu verbringen und da immer ein gutes Foto zu schießen, wenn es eins gibt. Dann das nächste Foto. Das ist von der Dunsti gemacht worden, da waren wir in Köln, weil wir ab und zu ganz gerne mal einfach so an unserem freien Tag einen Ausflug machen. That's all. Das alles dazu gut, dann weiter das nächste. Das nächste, das ist mit der Laura, mit der Wienreuter. Da waren wir wieder, da war ich wieder mit der Dunsti unterwegs, also wieder Ausflug. Wir waren in Heidelberg. Die Laura spielt bei Hoffenheim. Wir spielen auch bei der Nazia zusammen und es ist ganz cool, weil voll viele Österreicherinnen verteilt sind hier in Deutschland und wir uns alle immer sehr gut miteinander verstehen und es immer sehr schön ist, wenn wir uns dann immer sehen. Glaube ich. Alright, nächstes. Wieder Österreicher. Der Hinti. Wir haben uns ja davor nicht wirklich gekannt. Wir waren beide bei Salzburg oder haben beide in Salzburg gewohnt. Haben uns eigentlich so durch Frankfurt erst so persönlich kennengelernt. Und er ist ein richtig cooler Typ, sehr, sehr bodenständig und ich mag ihn sehr gern. Nächstes mit meiner Schwester. Sie ist eigentlich, also ja, auch eigentlich mit meiner beste Freundin so. Wir sind uns sehr ähnlich, ab und zu auch ein bisschen anders. Ich würde sagen, sie ist ein bisschen zickiger. Aber ja, also sie mag Mode sehr gern, ich auch. Ich habe es ein bisschen so von ihr mitbekommen, von meiner Mama. Und dort waren wir in Augsburg, weil ich sie besucht habe dort. Wie kam es dazu, dass ihr beide so modeaffin seid? Ich glaube, es ist ein bisschen so irgendwie in unserer Familie so drin. Meine Mama ist sehr modebewusst, aber meine Tanten, mein Cousin liebt Mode. Irgendwie ist es so einfach so reingekommen und ja, es wird jetzt immer so ein Stück weitergegeben. Und das lebt ihr beide zum Beispiel jetzt beide ja. aus? Ah ja, sehr gut. Ja. Gut, das war's schon, danke. Ich mag's, das ist meine Stadt. Also wir sind jetzt auf dem Weg ins Training. Wir waren gerade am Main Tower. Das war sehr cool. Ich war zum ersten Mal dort. Und jetzt wird's ernst. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt ist um 15 Uhr dann Training. Und ja, mal schauen, wie produktiv ich heute bin. Na. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja bald im Stadion.